1, 2, 3, 4 Sprechbilder. 1. Komisch. Drei, vier Sprechprobe. Sehr verehrte Zuschauer zu Hause, wir begrüßen Sie recht herzlich heute aus dem Aktivpark Montafon. Onlinesport überträgt heute das erste Spiel EHC Eurojobs Montafon gegen Eisteiler Stormbirn. Und im Anschluss gibt es jetzt die Spielerpräsentation vom EHC Montafon. Viel Spaß! Beim ersten Spiel gibt es eine Spielerpräsentation und ich hoffe, die Spieler sind schon da. Kann ich da irgendein Zeichen kriegen? Jetzt kommen die Spieler. So. Der Spieler mit der Nummer 92, Albrecher Nico mit Trummer Kerstin und Trummer Aaron. Einen herzlichen Applaus. Mit der Nummer 38, die Neuerwerbung vom ERC, Eurojobs Montafon, Dinis Dominik
in Begleitung von Matuska, Philipp und Nigel David. Herzlich willkommen im Montafon. Mit der Nummer 24, von Bank Fabian in Begleitung von Reithofer Noah und Nigel David. Mit der Nummer 21, eine Neuerwerbung beim ERC Eurotrucks Montafon, Marte Fabio in Begleitung von Schwarzhans Noah und Sonderhöcker Lier. Mit der Nummer 6, Bestiak Tian in Begleitung von Schwarzhans Luca und Verlaster Janis. Eine weitere Neuerwerbung mit der Nummer 14, Buchgegen Sven in Begleitung mit Marco Kevin. Mit der Nummer 96, Töni Lukas in Begleitung von Grässenberger Raphael. Mit der Nummer 45, Rauter Dominik und Pfefferkorn Joel in Begleitung. Mit der Nummer 71, Thorsten Adrian in Begleitung von Max Neuholz. Mit der Nummer 5, Netzer Ronald in Begleitung von Erne Noel. Und die Mannschaftsführer mit der Nummer 13, von hier Felix in Begleitung von Bechter Levi. Mit der Nummer 17, Romana Manuel in Begleitung von... Und der Kapitän mit der Nummer 97, Kanal Patrick mit Burcia Linus. Und unser Head Coach ist der Assistent Coach. Head Coach ist der Bobby Ivan. Der Head Coach ist auch noch. Und Assistent Coach Schwendinger Christo. Herzlich willkommen. Und als Betreuer in bewährter Weise haben wir wieder den König Christian. Der ERC Eurojobs Montafon wünscht allen ein gutes Montafon, ein spannendes Spiel. Und wir begrüßen jetzt auch die Eisteigers, die inzwischen auf der Spielwelt kommen. Geleitet wird das heutige Spiel von den Schiedsrichtern Daniel und Philipp Sebastian. Herzlichen Dank und liebe Sportfreunde, diese Geschichte können wir von allen Sport live übertragen. Thank you.
17:40 im Startwinkel, Strafe für die Ice Tigers Dauer. Der Spieler mit der Nummer 74, David Hauser, erhält 2 Minuten wegen Beinstellen.
seit 1997 im Staatsdrittel, Führungstreffen für die Gäste aus Norbert. Nach Zuspieler Nummer 68, Manuel Mayer, Vorsitzender Nummer 23, Matthias Herburger. Strafe werden den EDC Eisteigers Dornberg. Der Spieler mit der Nummer 40, David Mitlutsch, erhält 2 Minuten wegen Behinderung. Dafür würde die NCA einen Jobspotter von der Spieler mit der Nummer 71, Adrian Schuch, erhält 2 Minuten wegen Behinderung.
Zeit 2:49 im Startrennen. Ausgleich zum 1:1 für die WRC Euro Jumps Motorboot. Nach Durchschnitt der Nummer 71 Adrian Schof, Durchschnitt mit der Nummer 96 Lukas. Es läuft die letzte Spielminute im ersten Spieldrittel.
Yeah.
Zeit 16:41 im Innenabschnitt. Führungstreffer für den EHC Eurojobs Motorvor. Nach Torspieler Nummer 97, Patrick Genal. Torschütze mit der Nummer 74. Adrian Schoff. Zwei für den ERC Eis Tigers Dortmund nach Zuspieler Nummer 74.
ist David Hauser, Torschütze mit Nummer 23, Matthias Herrmacher. Thank you.
10,38 Meter Abschnitt Führungstreffer zum 3:2 für den ERC Eurojobs Motorfon. Torschütze mit der Nummer 71, Adrian. Danke. Strafe für den ERC Eurojobs Motorfon. Der Spieler mit der Nummer 5, Ronald Netzerei, 2 Minuten wegen Spielverzögerung.
41 im Mittelabschnitt. Ausgleich zum 3:3 für den IHC Ice Tigers Fabian. Torschütze mit der Nummer 68, Emanuel Meyer. Strafe für den ERC Eurojobs Motorhof. Der Spieler mit der Nummer 17, Manuel Romagna, erhält 2 Minuten wegen unerlaubtem Körperangriff. Yeah.
304 mit Lackfried, Führungstreffer für die Ice Tigers aus Dornbirn. Nach Zuspiel Nummer 62 Tobias Holzer und die Nummer 17 Kevin Schminger. Torschütze mit der Nummer 23 Matthias Schirnburger. Es läuft die letzte Spielminute im zweiten Spielabschnitt. Thank you.
Schweizer hier da vorne her. Ja, meine sehr verehrten Fernsehzuschauer, jetzt haben wir hier einen oder zwei Fans vom EHC Aktivpark Montafon, aber nicht nur Fans, sondern auch aktiver Nachwuchsspieler. Und jetzt habe ich hier den Ella. Ella, grüß dich. Du hast Elia, entschuldigung, jetzt habe ich den falschen Namen ausgesprochen, ne? Elia. Ja. Elia, wie ist es denn heute gegangen, wie du mit dem Matteo Fabio eingelaufen bist, mit dem Marte Fabio? Gut. Hast du dich gut gefühlt? Ja. Ja, und seit wann spielst du Eishockey? 2 Jahren. Das zweite Jahr beim EHC Eurojobs Montafon? Ja. Und was gefällt dir am besten? Tore schießen. Tore schießen? Ja, das ist die richtige. Zu den Trainings kommst du immer regelmäßig. Ja. Und wer gefällt dir jetzt da so am besten, jetzt von den Trainer beim EHC Montafon? Dominik. Dominik, ist ein Vorbild für dich. Ja, super. Dann wünschen wir dir alles Gute weiterhin und viel Spaß, oder? Dass es wieder eine tolle Saison gibt und dass du viele Tore schießt. Ja, danke. Gut, und dann haben wir jetzt noch den stolzen Papa da, den Manuel. Manuel, du bist heute da mit deinem Junior. Wie gefällt dir das Spiel? Ja, also das Gefühl gefällt mir eigentlich sehr gut. Das erste Heimspiel hier im Montafon und natürlich der Nachwuchs. Als stolzer Papa hat man natürlich eine Riesenfreude, wenn das Kind einlaufen darf mit der Kampfmannschaft. Ist eine tolle Erfahrung und ist echt toll. Ja. Hast du selber auch mal mit Eishockey was zu tun gehabt oder sogar vielleicht selber gespielt? Nein, aktiv habe ich nie gespielt. Ich habe ein bisschen hobbymäßig einmal, aber nie in einer klassischen Mannschaft. Halt mehr unter Kollegen hat man mal, ist mal aufs Eis gegangen und hat die Scheibe von A nach B geschossen. Ja, dann bist du eigentlich ein stolzer Papa, wenn du jetzt einen Junior hast, der jetzt eigentlich das macht, was du vielleicht nicht hast können machen, oder? Ja, das kann man so sagen. Wir haben halt früher Möglichkeiten nicht so gehabt. Wir waren natürlich 4 Kinder und es ist ein bisschen zeitintensiv und ein bisschen Kapital mal in die Hand nehmen. Alles geht halt nicht und darum ermöglicht es meinem Sohn und ja, ich hoffe, es gefällt ihm. Momentan ist schon mal der Elan vorhanden und schauen wir, was die Zukunft bringt. Ja, er ist begeistert, habe ich schon gesehen. Gestern beim Training war ich da, habe ein bisschen beobachtet auch, oder? Und Online-Sport überträgt ja auch einige Nachwuchsspiele des EHC Eurojobs Montafon und da werden wir dann sicher auch einmal den Elia sehen, wie er sich präsentiert und wie er dann die Tore schießt. Gell? Herzlichen Dank, viel Spaß am Abend noch. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit dem interessanten Spiel. Im dritten Drittel wird es dann irgendwo dann irgendeinen Sieger geben. Bis später. Wiederhören.
Ja, jetzt habe ich, sehr verehrte Zuschauer, eine fast, würde ich sagen, Legende vom ERC Eurojobs Montafon hier bei mir stehen, den Sebastian Galer. Sebastian, ich habe dich heute schon ganz kurz früher gefragt, du bist ja viele Jahre ein aktiver Spieler gewesen, bis zum Schluss in der Kampfmannschaft. Und dich gefragt, wie geht's dir heute, so wenn du da zuschaust, und da hast du schon zu mir gesagt, ja, eigentlich hätte ich schon gerne mitspielen, aber es ist halt vorbei. Aber Sebastian, sag selber, wann hast du angefangen mit Eishockey? Ich habe mit 6 Jahren angefangen Eishockey zu spielen, habe mir den also oft geschafft im Verein, bin dann mit 14, 15 in Kampfmannschaft gekommen und habe meine Einsätze gekriegt. Und ja, bin bis dort. Hat sich halt dazu so ergeben, dass ich höre am Hörser. Ja, Sebastian, ich kann mich noch gut erinnern, zu der Zeit, wo du gerade gesagt hast, 14, 15, da war ja ich ja Obmann vom ERC Montafon, wo wir den Jungen und mit dir ja noch ein paar andere, die Chance bekommen haben, und das hat eigentlich toll funktioniert. Und was eigentlich auch den ERC Montafon, glaube ich, auszeichnet, ist, du bist heute im Vorstand des ERC Aktivpark, und hast natürlich jetzt mit dem Ganzen sehr viel Erfahrung, sehr viel Wissen, und ich glaube, das ist für so einen Verein wie unserer Verein, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ja, ich denke auch, dass es wichtig ist, dass man der Junge gleich mit ins Boot hineinholt, dass der seine Inputs bringen kann, und das bringt der Verein sicher immer wieder. Ja, und Sebastian, du hast ja selber schon Nachwuchs. Wie schaut es da aus, was bezüglich Eishockey? Ja, wenn man da sieht, ist er hellauf begeistert, und wir werden jetzt dann einmal Eislaufen gehen und schauen, wer es ihm taugt, und dann werden wir uns schon in die Richtung drücken. Das heißt, er wird dann in deine Fußstapfen treten oder sogar dich noch übertrumpfen? Ja, hoffen wir es. Deine Unterstützung hat er, oder? Der hat er auf alle Fälle, ja. Sebastian, weiterhin alles Gute, viel Glück und bleibt dem ERC in der Form erhalten, wie du es jetzt machst. Weil ich glaube, das ist heute auch nicht mehr selbstverständlich. Ja, super, Mahi, und vielen Dank. Gut, liebe Zuschauer, das war jetzt der Sebastian Galer, ehemaliger Spieler der ersten Mannschaft und viele Jahre schon beim ERC und jetzt dann auch im Vorstand aktiv. Danke, danke, und viel Spaß weiterhin.
Thank you.
War das Halsmache? Ja, wenn du nicht redest, aber Halsmache, das kommt falsch. Ich denke, das war nicht. Ja. Zeit 15:31 im Flussbecken, Strafe für den Herrn Sonnenhof, der Spielmeter Nummer 36, Minuten der Söhne, 2 Minuten der Bewegung. Thank you.
Thank you.
sie haben noch einen Schläger hoch, wo er noch weggeschossen hat. Alter, das ist gerade ein Junge. Thank you.
die Schuss, ha? Korrigiere eine 2 Minuten Strafe, wenn du bitte die Klammer schreibst. Weiter?
Passt. Ja, sehr verehrte Zuschauer zu Hause, jetzt haben wir die beiden Kapitäne hier nach dem Spiel. Gratulation dem Sieger, der Daniel Stefan. Der Eindruck von deinem Spiel heute? Ja, es war vor allem die ersten zwei Drittel, war es ein richtig schnelles Match. Wir haben einen Gameplan gehabt, dann sind uns ein paar Leute ausgefallen. Dann haben wir das Tempo einfach nicht mehr mitgehen können. Wir haben im dritten Drittel nochmal umgestellt, etwas passiver gespielt. Und ja, Gott sei Dank ist uns die Kraft ausgegangen und dann haben wir das noch gut über die Zeit gebracht. Ja, und Patrick, dein Resümee von dem Spiel? Ja, für uns war es die erste Partie hier in der Saison. Da ist eigentlich schon zwei geht. Wir haben gemerkt, unsere Vorbereitung war noch nicht so optimal. Wir haben jetzt einen schwierigen Start gehabt, einfach von der Personenanzahl her. Wir haben sieben Spieler, die heute nicht da waren. Das hat man sehr, sehr gemerkt von der Kraft her. Wir haben mit 10 Spielern gespielt und der Adrian Schofen ist noch ausgefallen. Also war es dann sehr mühsam. Und zum Spiel selber, wir haben eigentlich grundsätzlich schon verdient verloren, wenn man so sagt, weil wir das zweite Drittel, die zweite Hälfte vom zweiten Drittel, da haben wir einfach unseren Goalie im Stich gelassen. Viele sagen, das hat nicht gut ausgeschaut oder so, aber die Mannschaft hat einfach da ein bisschen Stich gelassen. Da haben wir am Anfang noch gut Gas gegeben, super Chance ausgearbeitet, aber man hat, eigentlich war der Knackpunkt im zweiten Drittel. Und im dritten Drittel hast du halt mit 9 oder 10 Spielern einfach keine Chance mehr. Ja, aber es war, glaube ich, für die Zuschauer zu Hause und da hier im Stadion eigentlich ein spannendes Spiel, was wir gesehen haben. Es waren auch wunderschöne Tore dabei, das haben wir in der Zeitlupe schon gesehen und das kann man sich auch jederzeit dann anschauen. Ja, wie schaut vielleicht die Zukunft aus? Ja, bei uns ist es so, wir trainieren momentan einmal die Woche.
Das heißt, wir haben leider nicht mehr Eiszeiten, wir würden gerne mehr trainieren, aber es ist leider in Normen nicht möglich. Trotzdem werden wir versuchen, natürlich in der Liga ein Wörtchen mitzureden. Wir haben schon gegen Lindau gespielt, knapp verloren. Heute gegen Montafon, muss ich sagen, war ein sehr guter Gegner, sehr routiniert. Und vor allem die ersten zwei Drittel, muss ich sagen, war ein sehr hohes Tempo. Und ja, zukünftig kann man nur sagen, okay, wir verbessern uns von Spiel zu Spiel und schauen wir, dass wir die Playoffs erreichen. Und in die Playoffs ist natürlich immer alles möglich. Ja, Patrick, an dich noch die Abschlussfrage. Grundsätzlich, es war trotzdem, auch wenn du jetzt gesagt hast, es haben einige Spieler gefehlt, es werden Adrian Schöffen ist natürlich das, leider Gottes, die Verletzung, wo er ausgefallen ist, das hat man eigentlich gemerkt, aber grundsätzlich, was auch von euch am Anfang auch sehr kampfbetont ist und ein sehr tolles Spiel und glaube auch ein sehr faires Spiel. Ja, fair auf jeden Fall. Es hat wenig Powerplay- und Überzahlsituationen gegeben von beiden Mannschaften. Es war schon teilweise körperlich hart, das ist normal in der Liga mittlerweile, aber ich gebe dir recht. Ja, wir sehen, heute war unser großer Knackpunkt die Personenanzahl. Wir haben jetzt bald das Retourspiel nächste Woche. Da sind 5 von den 7, die gefehlt haben, sind einfach dabei. Und dann schaut es schon anders aus. Wenn du mit 3 Linien den Antreter kannst, ist es einfach kraftmäßig. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Wir haben heute einen 16-jähriger Bub dabei gehabt, sein erstes Spiel gehabt, mit 10 Spielern, hat brav gespielt, brav gekämpft. Also ich bin grundsätzlich für den Start, natürlich willst du gewinnen, natürlich haben wir sehr viele Fehler gemacht, auch Sachen gesehen, wo wir unbedingt besser machen müssen, aber die Saison ist sehr jung und nächste Woche kommt einmal schon eine Retourkutsche. Ja, was man voll viel gesehen hat, das waren doch heute an die über 300 Zuschauer da. Es war eine tolle Stimmung auch im Stadion von dem her. Und ich glaube, das ist für die Vorarlberger Eishockey-Liga was Positives. Und ja, ich darf mich bei euch beiden recht herzlich bedanken, dass ihr euch noch die Zeit genommen habt. Einen schönen Abend noch. Und wir haben dann am 14.11. Das nächste Heimspiel aus dem Aktivpark Montafon. Liebe Fernsehzuschauer, herzlichen Dank für die Zeit, dass Sie eingeschaltet haben. Einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.